So, willkommen zu einer neuen Runde, was ist eine neue Runde zu Black Set. Ich habe das Spiel noch nie gespielt, hab's ganz neu. Hab mir ein paar Tests dazu angeguckt, scheint ganz nice zu sein. Erwartet von mir nicht zu viel. Ich bin kein Pro-Gamer, ich versuch's auf jeden Fall. Und mal gucken, wie weit wir kommen. Die Ladezeiten scheinen ja schon ganz nice zu sein. Oh, sieht aber schön aus. So richtig oldschool. Manchmal, wenn ich mein Büro betrete, kommt es mir vor, als wanderte ich durch die Ruinen einer untergegangenen Zivilisation. Nicht wegen der Unordnung, die dort herrscht, sondern weil es sehr den Überresten jenes zivilisierten Wesens ähnelt, das ich einst war. Wo ist der verdammte Detektiv? Dem reiß ich den Kopf ab, ich schwör's! Ich reiß ihm die Augen auf! Hey, du! Her mit den Fotos, du Wichser! Sofort! Mann, der geht ja ab. Du bist gleich eine tote Katze! Hast du verstanden? Kennen wir uns? Irgendwas klingelt aber. Du hast mir nachgeschnüffelt! Mich mit einer Dame fotografiert! Oh. Ja, dann verstehst du sicher, warum ich dich nicht sofort wiedererkannt habe. Ich bring dich um! Alter, Nashorn und eine Katze, na, sehr geil. Her mit den gottverdammten Fotos! Ist ja wie so eine Fabel. War nicht das erste Mal, dass ich es bereute, einem Kerl wie dem eine zu verpassen. Doch immerhin hatte ich noch genug Zeit, ihn da zu treffen, wo es richtig wehtut. Du bist erledigt. Sei mit der Schreibmaschine. So, Ruhe. Alter. Die scheiß Foto. So. Wir spielen eine Katze. Eine Katze spielen wir. Jetzt ist er so. Muss man sich mal reinziehen. Wenn du meiner Frau diese Fotos zeigst, bin ich geliefert. Dann ist mein Leben ruiniert. Bitte. Ich mische mich nicht gerne in anderer Leute Angelegenheiten ein. Aber das ist nun mal mein Job. Ich habe auch Rechnungen, die ich bezahlen muss. Oh, und ganz viele, ganz viele. Du bist hier doch derjenige, der seine Frau betrügt, Meister. Fass dir doch mal ans eigene Horn. Ich bin kein Fremdgänger, ich schwör's. Das war doch nur ein einziges Mal zum Himmel. Genau, ich bin ausgerutscht und bin ich auf die Frau gefallen. Der Leibwächter, mehr nicht. Die hat mich verführt. Ich liebe meine Frau bei allem, was mir heilig ist. Ich habe sogar meinen beschissenen Job für die aufgegeben. Ja. Du kannst deine Familie doch nicht wegen eines kleinen Fehlers zugrunde richten. Hör mal, du passt auf die Kleine auf und ich schnüffle Leuten wie dir hinterher. Wir müssen alle schön professionell bleiben, egal wie sehr uns das auch manchmal ankotzt. Ja, das sehe ich auch so. Wie wär's hiermit? Du gibst mir diese Fotos und ich tische eine Notlüge auf und ich bezahle dir das Zehnfache von dem, was sie dir angeboten hat. Du rettest meine Familie und streichst dazu noch ein hübsches Sümmchen ein. Was meinst du, abgemacht? Ja, komm. Ich konnte mich nicht erinnern, jemals etwas anderes als schlechte Jobs, Schulden und Sorgen angehäuft zu haben. Meine Selbstachtung und mein Kontostand lieferten sich ein erbittertes Kopf-an-Kopf-Rennen um den absoluten Tiefpunkt. Ich fand sein Angebot zwar zum Kotzen, aber es würde mir sicher dabei helfen, neu anzufangen. Ich würde Annoncen schalten können, um bessere Klienten an Land zu ziehen. Also schön, ich sag deiner Frau, dass du sauber bist. Und jetzt verschwinde, bevor ich mich vergesse. 3. Großer Gott! 2. Pass das Geld nicht einfach. 1. Du wirst es nicht bereuen, Eugene Colbert geholfen zu haben. Das verspreche ich dir. Ja, am Ende des Tages schmeckt Geld immer am besten. Hat sie mir gleich mehrere Geschenke hinterlassen. Erstens mal gehörige Kopfschmerzen. Die Haut des Kerls war steinhart. Zweitens mehr Geld, als ich je verdient hatte. Und eine schöne Knarre.
Drittens, das Gefühl, dass mein moralischer Kompass doch nicht so gut eingenordet war, wie ich dachte. Und last but not least war ich mir sicher, dass weitere Geschenke folgen würden. Ist netter Kerl. Siehst du, was habe ich dir über meinen Kumpel Blackshirt erzählt? Er kennt dich nicht mal und bietet dir schon was zum Sitzen an. Genau. Jake, woher zum Henker soll ich wissen, dass du's bist, wenn du nicht mal anklopfst? Halt die Klappe und hör zu, Kumpel. Ich habe hier eine Klientin für dich. Auch so eine Miezekatze, das ist doch genauso ein Beuteschema. Ja, mal eine durchziehen. Mann, was hat die denn rauszufinden? Die ist ja am Quatschen, die hört gar nicht mehr auf. Und King Kong langweilt sich, ne, ist doch klar. Guckt er sich Urkunden an. Jetzt lehnt er über den Stuhl. Jetzt guckt er aus dem Fenster und die Alte quatscht und immer noch. Genau deswegen müssen wir ihn unbedingt finden. Sonst haben wir ein echtes Problem. Hm. Danke für die Informationen und das Foto. Das wird uns beides weiterhelfen. Ich fasse mal schnell zusammen. So, was haben wir denn da? Mit Tab kannst du verschiedene Hotspots durchgehen. Drücke Enter, um einen Hotspot auszuwählen, wenn du benutzen möchtest. Okay. Bobby Yale, ein Boxer aus Dunn's Club, hat in 2 Wochen einen immens wichtigen Kampf gegen den amtierenden Champion. Doch vor 2 Tagen ist er verschwunden. Ja. Der Affe sieht am geilsten aus. Ihr Vater, Joe Dunn, Boxmanager und Boxclubbesitzer, hat sich vor 2 Tagen erhängt. Ja. Kurz gesagt, taucht Bobby Yale nicht zu seinem Kampf auf, müssen sie Strafe zahlen. Doch da sie gerade nicht flüssig sind, müsste der Boxclub ihres Vaters wohl dicht machen. Ja. Sie wollen also, dass ich Bobby Yale für sie finde? Ja. Nein. Jake will, dass sie Bobby finden. Das ist ja interessant. Oh, verstehe. Nun, erstens... Das tut mir wirklich sehr leid, Miss Dunn. Lassen Sie mich Ihnen mein herzliches Beileid aussprechen. Danke. Verdammt nochmal, John. Übernimmst du jetzt den Fall oder nicht? Na klar. Ja. Aber wir reden hier vom Madison Square Garden. Die Einsätze sind hoch. Was nur eins bedeuten kann. Nämlich, dass hinter den Kulissen mit knallharten Bandagen gekämpft wird. Und das wird irgendwen sehr teuer zu stehen kommen. Ja, Mr. Blackshead, falls Sie Yale finden und er antritt, kann ich Ihnen bezahlen, was Sie nur wollen. Das klingt doch schon mal gut für unser Portemonnaie. Was ich halt nur sehr interessant fand, die Alte hat da stundenlang rumgequatscht und hatte irgendwie 3 oder 4 Informationen. Alter, das ist ja schon extrem dämlich. Ja, so, also wir halten fest, Miezekatze kommt mit King Kong ins Büro. Vaters Boxpromoter hat sich erhangen und ja, den Typen, den sie sucht, soll antreten, weil er zum Boxstall gehört und einen Kampf hat, aber irgendwie verschwunden ist. Naja. Das ist doch mal spannend. Da steht wieder unser Nashorn. Oder was steht da? Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall sah es komisch aus.
Das ist richtige Musik zum Swofen hier. Überall ich Menschen. Ich weiß, dass ihr Yales Apartment schon erfolglos durchsucht habt. Aber ich will es mir selbst nochmal ansehen. Ich wollte gerade sagen, überall Menschen mit Tierköpfe. Das gibt's ja auch nur im alten Ägypten. Die Putzfrau Mary Purnell, die Joe Dunns Leiche gefunden hat, die arbeitet Teilzeit in Sam's Diner, die Straße runter links, oder? Das stimmt. Ich denke, der werde ich auch mal einen Besuch abstatten. Und hier im Boxclub werde ich mich natürlich auch umsehen müssen. Gut, ich denke, für den Anfang habe ich genug. Oh, ich kann laufen. Oh, was ist das denn da? Ist das dann? Wow. So, Kamera schwenken. Ah, so kann man sich das angucken. Das ist sehr schön. Ja, aber da gibt's nichts zu entdecken, ne? Nö. Gehen wir nach oben. Gucken, ob wir hier was finden. Ist eine Werkzeugkiste, aber die zeigt da nicht an. Dann gehen wir mal oben auf die Aussichtsplattform. Wobei das ist ja eigentlich nur eine Treppe, um die Antenne zu reparieren, aber wir nennen das jetzt mal so. So. Da geh hoch da. Geht die Treppe nicht hoch? Die Steuerung ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wahrscheinlich, weil ich es mit Tastatur spiele. Wahrscheinlich wäre es mit Joypad besser. So. Aber irgendwie komme ich da nicht hoch. Warum gehst du da nicht hoch? Wahrscheinlich, weil er da nicht hoch muss. Das wäre die einfachste Lösung. Oh. Hat irgendwas angezeigt? Das ist auch so, die Abfrage ist ein bisschen komisch. So. Jemand sollte da mal die Eisenstange ranschweißen. Sehr schön. Das war falsch. Sollen wir an die Steuerung ein bisschen gewöhnen? Ach, das war's ja schon. Helen Moores Geheimnis. Das ist aber nicht ihr Geheimnis, dass er für Schokoriegel Werbung macht, oder? Warte mal, hier hat er da auch was angezeigt. Also was ich meine, die Abfrage ist komisch. Bewegt man sich im falschen Winkel auf irgendwas zu, dann erkennt er, markiert er das nicht. Schönes Plätzchen, um Sonja auszuspionieren. Hm. Durchs Fenster geguckt, du hast. Gorilla gesehen, du hast mit schöner Frau. Ja, wir laufen hier jetzt mal so rum, wissen eigentlich gar nicht, was wir suchen, aber egal. So, gehen wir mal hier dran vorbei. Hall of Fame. Eine Karte. Karte aufkleben, ja. Na,
das ist ja auch schon so. Was haben wir denn? E? Zoom? Navigation? Warum man die jetzt hier aufkleben muss? Keine Ahnung. Aber ich vermute mal, der findet das und dann ergeben sich Bilder oder... Ach, egal. Gehen wir mal zurück. Und suchen mal weiter. Also bis auf die Karte haben wir ja hier oben nichts gefunden. Treppen steigen wollte er ja da oben nicht. Naja. Dann bin ich aus dem Büro gekommen, dann muss ich hier wieder raus. So, hier sind die Boxsäcke. Kann ich dagegen laufen? Ne. Ach ja, das ist ja das Seil, wo er sich mit erhängt hat. Sieht ja sehr professionell geknüpft aus. Was bringt einen Mann dazu, so etwas zu tun? Das Leben hat mir schon so manchen Schlag verpasst, aber... Ja, das Seil hing ein bisschen hoch, würde ich sagen. Keine Ahnung warum, aber irgendwas ist da faul. Hm, sehe ich auch so. Ich meine, er ist jetzt hier keine kleine Gestalt, ne, und kommt da irgendwie nicht ans Seil ran. Keine Ahnung warum, aber irgendwas ist da faul. Ja, schön, das hat er ja eben schon mal erzählt. Oder gesagt. Oh, da war eben auch noch was. Arbeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, manchmal schon. Hm. Auch nichts Interessantes. Ein Telefon. Kommissar Smirnow, Weekly. Niemanden anrufen. Frau des Nashorns. Rufen wir die Frau des Nashorns an. Und sagen, dass ihr Mann sauber ist. Oder auch nicht. Mal gucken, was es für Möglichkeiten gibt. Das Geld haben wir ja jetzt. Hallo? Hier, Blacksad. Bitte sagen Sie jetzt nicht, dass mein Mann... Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, Mrs. Colbert. Tun Sie mir den Gefallen und genießen Sie Ihr Familienleben. Oh, Gott sei Dank. Danke, Mr. Blacksad. Nicht dafür. So, dann rufen wir nochmal Weekly an. Wer auch immer das ist. Weekly hier, die Legende von What's News? Hey, Weekly, hier ist... John, hast du meine Fotos gekriegt? Ja, und... Das Nashorn ist ganz schön gehörnt, was? Und die Kleine, mein lieber Scholli. Willst du, dass ich ihren Namen für dich rauskriege? Bitte, 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 bitte. Nein, Weekly, hör mal. Das Nashorn ist vorbeigekommen und hat mir Geld angeboten, damit ich die Klappe halte. Von letzterem. So ist aber gut gemacht. Richtig fetten Zaster. Die Hälfte der Kohle gehört dir. Ja. Gut, lass uns das Thema wechseln. Hey, ich habe gehört, dass in diesem Boxclub irgendwas faul ist. Wie hieß der noch gleich? Dunst Jim. War da nicht einer von deinen Kumpeln? Kannst du den nicht mal fragen? Hab gehört, den Laden schmeißt jetzt eine Frau. Einen Boxclub. Das nenne ich mal einen Knüller. Ich bin sogar gerade an einem Fall für die Boxclub-Besitzerin dran.
Wir sehen, was ich tun kann, okay? Ich ruf dich an. Danke, Mann. Du hast mir den Tag gerettet. So, sehr schön. Dann rufen wir jetzt nochmal den Kommissar an. Dann haben wir alle angerufen. Genau. Mehr braucht man nicht. Erstmal nicht. Smirnoff. Joe Dunn, der Boxtrainer. Haben Sie etwas über seinen Tod gehört? Blackshead, sind Sie das? Ja, ich bin erwischt. Wie läuft's denn so, Herr Kommissar? Ah, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Zu viel Arbeit, wie immer. Was Joe Dunn angeht, der hat sich erhängt. Fertig. Ich habe zu viel zu tun, John. Ich kann's mir nicht leisten, auch nur einen Mann für diesen Fall abzustellen. Warum fragen Sie? Joe Dunns Tochter hat mich angeheuert. Aber ich kapier's noch immer nicht. Irgendwelche Anzeichen eines Verbrechens? Ist nur so ein Gefühl, aber ich muss ihm nachgehen. Also gut, tun Sie, was Sie tun müssen. Also, werden Sie mir helfen? Wenn ich das nur könnte, John. Wie auch immer, ich habe leider nichts Brauchbares, was ich an Sie weitergeben kann. Oh, was ist denn das für einer? Sie auch nicht. Aber wenn Sie auf etwas stoßen sollten, rufen Sie mich an. Ja, auf jeden Fall. Wir sind schon sehr lange befreundet. Und Sie glauben, dass sich zwei alte Freunde über so etwas am Telefon unterhalten? Schön von Ihnen zu hören, John. Passen Sie auf sich auf. Oh, da ist auch mal ein bisschen verärgert. Naja.